Ihr Lieben, wir haben Sonntagabend, es ist kurz vor 18 Uhr. Es steht 4486 zu 4863. Der Gegner hat keine Flaggen mehr, wir haben noch 18. Das heißt, wir müssen knapp 400 Punkte machen. 400 wäre gut. Dann sind wir mit durch. Das sind also im Schnitt ein bisschen über 40 Punkte, sagen wir 40 Punkte, nicht ganz, die jeder Schach machen sollte. Das sollte ja wohl irgendwie machbar sein. Allerdings haben wir Sturmangriff, schnelles Mana. Wir schauen uns das Board an und wir sehen, es ist schon auf Anhieb die eine oder andere Elfrike drin. Wir sehen aber auch, und das ist ein Vorteil für uns, dass der Gegner verschiedene Tanks hat. Sie sind nicht einstimmig, einfarbig, sondern wir haben hier Rot, Grün, Blau, Lila sogar. Das heißt, wir können hier etwas flexibler sein, auch wenn eine sehr schnelle Elfrike mir ganz schön auf den Nerv geht. So werden wir dennoch mal gucken, was hier so abgeht. Tja. Ich denke, ich versuche mich hier mal mit Blau. Jetzt hätte ich natürlich gerne noch einen Despeller mit dabei. Mal gucken. Ich könnte noch eine zweite Fryer mit reinnehmen, aber das macht keinen Sinn. Einen Heiler habe ich. Ich hatte doch hier noch irgendwo einen rumfliegen. Wie habe ich denn das beim letzten Mal gemacht? Lass mich mal kurz gucken. Okay. Wir werden also. Hatten wir nicht sonst mal Musashi, auch wenn er nicht despellt, aber. Let's go. Da haben wir meinen Bären voll. Und da haben wir. Das wird nicht ganz reichen. Es kommt blau nach. Scheibenkleister. Aber wir dispellen das einmal. Ist natürlich nicht so schön jetzt. Ich hoffe ja einfach mal. Wir haben hier Kristalle über Kristalle, aber kein Blau. Wir probieren es weiter. Und immer weiter und immer weiter. Kommt ein bisschen blau, aber kein Dispel für Friday. Okay, dann soll er jetzt nochmal auslösen. Auf jeden Fall ist er schon mal alles voll, das ist ja schon mal nicht schlecht. So, erstmal nehmen wir den Schrott hier weg. What the fuck? Ich habe nicht aufgepasst. Scheibenkleister. Ich habe
ganz und gar nicht aufgepasst, schon von Anfang an nicht. Ach du grüne Neune. Tja, das haben wir das alles versaut. Das war ganz bescheiden. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem. Erstmal nehmen wir das hier weg. Okay, das müssen wir jetzt mal irgendwie getimt kriegen. Schnelles Mana und Mitsuko, ey. Okay, wir dürfen jetzt rechts überhaupt nichts auslösen. Das ist genau das Problem. Tja, wir haben keine großen Alternativen. Er kann nicht die spellen, weil immer wieder dieser Schrott auslöst. Oh, Jesus Maria. Keine Ahnung, wie mein Herz gerade rast, ey. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt warten. Zwei Züge. Zwei Züge. Na komm, wir knallen jetzt auch den Heiler nochmal voll, so wenn wir können. Okay. Ist das zum Kotzen? Tja, da können wir jetzt rausgehen. Da können wir jetzt einfach mal direkt rausgehen, weil wir überhaupt keine Chance haben, das irgendwie zu gewinnen. Wir haben null Chance. Wir können das hier ewig weiterspielen. Ja, da kommt Aegir. Da kommt das Mana. Und da kommt das. Mal schauen, das wird eine ganz, ganz, ganz harte Geschichte. Christus Maria, ey. Alles andere reflektiert jetzt fröhlich auf mich zurück. Und jetzt wird er wieder hochgeheilt. Und jetzt löst er wieder aus. Bekloppt, ey. Wenn wir wenigstens Aegir wegbekämen. Eieieiei. Okay, wir haben jetzt längst noch eine klitzekleine Chance, unser Heiler. Oh, nice. Nice. Oh, Christus. Ach du grüne Neune, ey. Dass das noch geklappt hat. Ich habe schon überlegt, ob ich flüchte. Alter Schwede. Fast den Sieg
gekostet. Herz Kasper. Watch Video afterwards. Oh Gott, ey, mein Puls, Leute. Leute, Leute, Leute. Ich muss mich erstmal beruhigen. 10 Minuten, ey, ein Kampf. Okay, ich fake hier nicht rum, Leute, das ging mir richtig auf. Also Wahnsinn, ich war kurz davor zu flüchten, als Mitsuko tot war. Oh Mann, ey. Gott sei Dank habe ich mich für den richtigen Heiler entschieden. Raphael hat euch dann hat enorm viel ausgemacht, ey. Gerade nach dem Damage, der immer nach dem Debuff reinkam, zusammen mit dem Hasen. Okay, wir müssen besser aufpassen. Wir müssen besser aufpassen. Okay. Vorzugsweise würde ich hier gerne mit Rot reingehen, aber es bietet sich einfach an. Ich muss es tun. Heiler habe ich. Jetzt könnte ich noch. Ich würde gerne mit Damage reingehen. Richtig Damage. Lass mich mal gucken. Nee, das kann ich eigentlich nicht bringen. Es ist ein. Also ja, rot, aber eigentlich müsste ich irgendwie mit grün oder lila rein oder gelb hilft mir nicht. Rot kriege ich Alfrike platt. Nein, ich muss mit rot rein. So viele Alternativen. Okay. Ich denke, ich versuche es mit blau. Lass mich noch mal kurz gucken. Ich könnte die Verteidigung erhöhen. Das gibt mir ein bisschen. Aber ich brauche Damage. Ein Traum. Zumindest was den roten Kristall angeht. Selbst wenn Odin jetzt auslöst, kriege ich Odin direkt schon mal weg am Anfang. Und auch Alberich. Sehr gut. Perfekt. Dann kann ich jetzt nämlich die Angriffskraft von Alfrike senken, auch wenn sie auslöst. Wobei sie auch nur auf die Hetzkönigin geht. Jawohl, Junge, jawohl. Jawohl. Mal guck mal, wie sie runtergeknallt hat. Also sie hat 1100, 1200 Verteidigung. Und hat 1000 Überlebenspunkte gehabt und dann so doll runtergeknallt. Krass. Ah, that's it, ey. So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Grün weg hier. Ich will natürlich jetzt gerne Alfrike wegkriegen. Kommt ein bisschen rot. Oh Mann, ey. Das wird schon eine ganz knappe Kiste hier. Scheibenkleister. Na gut, dann wird er zum Schluss geklärt. Abwarten, was übrig bleibt. Auf jeden Fall überlebt noch einer. Ach komm schon, das hätte doch reichen können. Na gut. Ich bin trotzdem noch über dem. Na, wobei der theoretische Schnitt. Aber das kriegen wir hin. Okay, jetzt gucken wir mal weiter. Was machen wir jetzt? Wir haben. Grünes Team. Kann ich da irgendwo mit reingehen? Lina.
Safe Punkte bestehen ja noch ein, zwei. Für Zora sind die noch. Wenn Zora jetzt den noch macht, sind das 50. 50 Punkte safe. Hier auch nochmal über 50. Also 100 safe Punkte haben es ja schon fast geschafft. Okay, Leute. Dann gucke ich mir jetzt mal an, was wir noch so haben hier. Schad braucht die. Irgendwas zum Clearen. Die Spellen habe ich. Der Buff. Ja. Dann nehme ich Francine mit. Und dann legen wir los. Alles nicht so berauschend. Auch nicht ganz so gefährlich. Es ist erstmal nur Clarissa, wenn sie schon von Haus aus sehr schnell ist. Knallen wir hier erstmal einen Mana-Stopp rein. Sehr gut. Dann knallen wir hier die Mutter weg. Auch hervorragend. Hier haben wir Francine drauf. Das läuft ja aktuell wie ein Länderspiel. Das war's für Baeyong. Das haben wir so safe in der Tasche. 30 Sekunden Fight. Nice. Okay. Wir haben jetzt also noch ein grünes und ein gelbes Team. Zweimal lila wäre gut. Gelb. Hilft mir nicht. Zu krass. Würde ich fast die nehmen hier. Gelb, Finlay. Könnte ich blockieren. Okay. Heilung hat er gar nicht, also brauche ich den Bane nicht. Ich werde also lieber gucken, dass ich den Damage erhöhe. Schau mal. Ah, ich sehe es gerade, ihr müsst nichts sagen, ich sehe es. Ich habe den Schakal nach außen gesetzt, das wollte ich gar nicht. Und das gelbe Board ist grandios. Riskier es trotzdem. Schade. Tja, jetzt haben wir verloren. Wenn nicht jetzt noch was Gutes kommt, denn wenn die haben den Angriff erhöht, haben wir mal Frack aus. Death down. Gucken mal, dass wir so viele mitnehmen, wie wir können. Damit Zora hinten raus ein bisschen was hat. Okay, das passt ganz gut. Heilung. Odin. Ah, blockieren wir mal den Ritter. Ah, schade. Da wäre es gekommen. Ah, ist nicht schlimm. Kanozora auch noch mal rein. Jetzt machen wir noch ein paar safe Punkte. Zumindest versuchen wir es. Das sind über 80. Die nehme ich mal mit. Wir könnten, sagen wir noch ein Random Team und ein grünes Team. Oder gehe ich da woanders ran? In grün wäre ja auch hier denkbar mit Telluria und dem. Torxen.
Könnten wir auch mal das neu erworbene Kostüm auswählen, weil wenn Telluria sein Hot startet, ihren Hot, whatever, dann können wir natürlich mal ganz geschmeidig den abgreifen, zumindest für Erkanen. Wenn er mal grün gekommen wäre. Dann müssen wir Telluria auslösen. Das missfällt mir total. Oh Gott im Himmel. So viel zu safe Punkte. So, wenn du nach re rechts gehst, wäre mir das ganz lieb, Glenda. Ja. Komm, wo sind meine grünen Steinchen, Mensch? Ich brauche noch eine Combo. Grüne Steine. Das ist lame, ey. Was ist das für eine lame, schäbige Kiste hier? Leute, was ist denn los hier? Easy peasy. Ich muss nur gewinnen. Mal ein bisschen Punkte machen hier. Sind wir gleich bei 0 Punkten? Schön. Wieso haben wir kein Overheal drin? Klar, jetzt kommt grün. Ich müsste genau kommen, wiederbeleben. Oh, belebt. Das hätte für Glenda locker gereicht, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, gewonnen haben wir das locker, aber das ist ja wohl richtig nervig gewesen. So, was macht Uzora jetzt? Das war ja wohl lame, oder was? Da gehen wir hier nochmal rein, nochmal auf Safe-Punkte. Wow, ey. Wie lame. Lame, 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 lame. Gut. Mussten wir mal ein bisschen, dann geht das ein bisschen schneller. Gucken wir, dass hier ein bisschen grün nachkommt. Grün nachkommt, ja, okay. Okay, dann haben wir hier ein bisschen was auf Glender. Bisschen Platz schaffen, ein bisschen ghosten, das sieht gut aus. Das sollten wir safe haben. Ohne den Tag vor dem Abend zu loben, aber. Und damit sollten wir auch den Krieg gewonnen haben. Armin macht jetzt auch noch ein paar Punkte. Knappe Kiste und damit haben wir gewonnen.
hinten raus. Gut, Leute, puh, das war eine ganz schön knappe Kiste. Subscribe, liked das Video, darüber würde ich mich freuen. Hinterlasst einen Kommentar. Für Mezi nochmal, falls du zusiehst, alles halb so wild, da oben ist das Ergebnis. Ja, zu 0, 4.925, das heißt, egal wie es jetzt weitergeht, wir haben irgendwie noch 10 Flaggen, wir haben gewonnen. Na? Grüße an dieser Stelle raus. Ich will nochmal Danke sagen an Paolo, der sich jedes Video von mir reinzieht, egal wie lang oder wie lustig oder wie doof das ist. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Gucken. Wir suchen immer noch Leute, zuverlässige Leute, die Bock haben, mit uns weiter zu powern. Und von daher Grüße an alle Fans, an alle lieben Zuschauer, an meine Familie natürlich auch, die nur durch die ich das überhaupt machen kann. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder.